Ja, Harry, was gibt's? Ein Mann ist erschossen worden in seinem Büro. Wo ist denn das? Moosstraße 17, Firma Potter. Pass auf, ich habe eine Reifenpanne. Das kann ein bisschen dauern, ja? Kann ich dir helfen? Nee, geht schon schwer genug. Willi? Darf ich mal bitte? Guten Abend. Guten Abend, Harry. Servus, Stefan. Das ist Herr Potter, der Inhaber des Büros. Wer ist der Tote? Mein Prokurist, Herr Wilke. Guten Abend. Wie ist das passiert? Schusswunde im Rücken, in Herzhöhe. Also so wie es aussieht, stand er hier am Fenster und der Täter hat von der Tür ausgeschossen. Offenbar. Ohne jede Warnung, ne? Wer hat ihn gefunden? Ich? Aha. Wann? Vor einer Dreiviertelstunde. Ich war mit meinem Prokuristen verabredet. Diese Zeit? Ein bisschen ungewöhnlich. Herr Wilke ist, war mein engster Mitarbeiter. Wichtiges bereden wir am besten miteinander, wenn niemand mehr im Büro ist. Stefan? Ja? Können wir jetzt weitermachen? Ja, ja. Sag mal, kann ich mir irgendwo die Hände waschen? Ja, ich zeig's Ihnen. Hatten Sie eine feste Zeit vereinbart? Nur ungefähr, so um 10 Uhr. Aha, danke schön. Ach ja, Herr Potter, als Sie kamen, war da die Eingangstür offen? Offen? Ich meine, mussten Sie sie aufschließen? Nein. Konnte also jeder rein, was? Ja. Kommen Sie bitte mit. Ist was, Stefan? Nein, nein, alles in Ordnung, Harry. Ja. Genauso sah es aus, als ich kam. In meinem Büro brannte Licht. Heißt das, die Tür zu Ihrem Büro stand offen? Ja, das heißt das, ja. Mhm. War irgendetwas ungewöhnlich? Fiel Ihnen was auf? Haben Sie Geräusche gehört? Lärm? Nein, bis auf meinen Prokuristen nichts. Saß Ihr Prokurist an Ihrem Schreibtisch? Nein. Nein, sitzen kann man das ja wohl nicht nennen. Er lag ja wohl mehr über dem Tisch. Es ging um ein neues Lokal. Da liegen alle Entwürfe, Pläne und Aufzeichnungen. Die hat er sich wohl angesehen. Herr Potter, als Sie hereinkamen, wie viel Licht brannte da? Viel weniger als jetzt, nur die Schreibtischlampe brannte. Sie tragen einen dunklen Anzug, wie der Tote. Sie haben volles dunkles Haar, wie der Tote. Ihr Prokurist wurde durch einen Schuss in den Rücken getötet. Könnte es sein, dass der Mörder glaubte, Sie da stehen zu sehen? Auf den Gedanken bin ich noch nicht gekommen, aber es ist möglich. Ich meine, man kann es nicht ausschließen. Haben Sie Feinde? Wie Sand am Meer. Der Potter hat nämlich eine ganze Reihe von Lokalen. Vergnügungslokale, Bistros und Spielhallen, weißt du? Wie viele Angestellte haben Sie? In den Büros 12. Insgesamt sind es 200. Harry, ich lasse jetzt die Hausbewohner und die Nachbarn befragen. Hat der Tote Angehörige? Ja, eine Schwester, bei der er auch lebt. Er war unverheiratet. Ist die Schwester benachrichtigt worden? Ich wollte auf dich warten. Das hättest du es mir wirklich ersparen können. Ich wollte jetzt vorbeifahren und es ihr sagen, wenn ich darf. Ich werde sie begleiten, natürlich. Brauchst du den Willi noch? Nee, brauche ich nicht. Soll er hinter uns herfahren? Okay, Willi, kommst du mal? Ja, was ist das? Fein den beiden her, ne? Ich bin froh, dass Sie mit mir kommen. Er war mehr als ein Mitarbeiter von mir.
Das ist ein schlimmer Augenblick, ich weiß. Ich habe oft genug Nachrichten dieser Art überbringen müssen. Bis heute habe ich mich nicht dran gewöhnt. Ja? Ewald hier. Schön, dass ihr schon da seid. Du kommst doch noch mit rauf, ja? Ja, natürlich. Guten Abend, Frau Rinke. Ja, kommen Sie rein. Danke. Wo ist mein Bruder? Kann ich Frau Rinke erstmal allein sprechen? Ja, natürlich. Bitte warten Sie auch einen Augenblick hier. Jetzt hoffentlich nicht mit ihr sprechen, das ist unmöglich. Bitte meine Frau hierher zu kommen. In diesem Zustand kann man sie nicht allein lassen. Helene? Ewald hier. Ich rufe von Eva aus an. Bitte kannst du sofort hierher kommen? Nein, das geht nicht. Ach, Moment mal. Würden Sie mir einen Gefallen tun? Holen Sie meine Frau ab und sagen Sie ihr warum. Oh, ja, natürlich. Helene, Herr Derrick wird dich abholen und dir alles erklären. Hm. Ja, es ist etwas passiert. Man hat versucht, mich umzubringen. Nein, mir ist wirklich nichts passiert. Nein, alles in Ordnung bestellt. Mhm. Willi? Ja? Ich hole Frau Potter ab. Ja? Bald das Haus im Auge. Ja? Okay. Frau Potter, mein Name ist Derrick. Ich möchte Sie abholen. Ja, ja, ich weiß, wir können sofort fahren. Was ist denn passiert? Mein Sohn und ich, wir versuchen andauernd bei Wilkes anzurufen, aber da meldet sich niemand. Herr Wilke ist im Büro Ihres Mannes erschossen worden. Mein Gott. Das ist ja schrecklich. Hans! Wir können fahren. Stimmt es denn, was mein Mann gesagt hat? Es besteht also die Möglichkeit, dass man Herrn Wilke gar nicht gemeint hat, sondern meinen Mann. Nein, das ist eine Vermutung. Das ist eventuell eine Möglichkeit, aber nichts weiter. Das ist aber denkbar. Das ist durchaus denkbar. Mein Mann hat zu viele Feinde. Wie gut kennen Sie Frau Wilke? Aber wir sind miteinander befreundet. Wir sind sehr gut befreundet. Die Arme. Sie müssen sich in so einem entsetzlichen Zustand befinden. Wissen Sie,
Eva hat in ihrem Leben nichts als ihren Bruder. Das Verhältnis zwischen den beiden war... Das war sehr gut, das habe ich schon gehört. Gut. Das war ideal. Evas Eltern verunglückten tödlich, als sie 14 war. Seitdem sind die beiden ununterbrochen zusammen. Ihr Bruder hat ihr Vater und Mutter ersetzt. Warum hast du mir denn nicht gleich am Telefon gesagt, dass er tot ist? Wo ist sie? In ihrem Zimmer. Warum haben Sie mich beschatten lassen? Darf ich das? Kann man jetzt mit ihr reden? Es ist ziemlich schlimm, völliger Nervenzusammenbruch. Sie hat nichts davon. Sie kann keinen klaren Gedanken fassen. Außerdem, was wollen Sie sie fragen? Ja, ja, ist in Ordnung. Wir haben ja Zeit. Gut. Ist ja kein Mörder sichtbar. Und wenn man ihn nicht gleich schnappen kann, hat man noch Zeit, in der Nacht darüber zu schlafen. Es ist so fürchterlich. Weißt du was, du kommst mit zu uns und mein Mann, der wird schon irgendwie dir helfen. Der wird, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir einen Anwalt oder was. Oh Gott, ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. So. Also nach allem, was ich zusammengetragen habe, handelt es sich bei Potter um einen ganz interessanten Mann. Na, schieß mal los. Ein knallharter Geschäftsmann. Und es hat sich mehr als bestätigt, neben seinen seriösen Unternehmungen besitzt er auch absolut fragwürdige Lokale. Was gab's denn bei dir Besonderes? Nichts. Nur, dass die Schwester des Ermordeten total zusammengebrochen ist. Aber die Familie Potter kümmert sich rührend um sie. Ah ja? Die haben eben Klasse. Hans? Hast du gehört, was passiert ist? Mach mir ein Whisky. Warum siehst du mich nicht an? Ich sehe dich doch an. Du streckst dich aber sehr an dabei. Was meinst du, ob ich ihr ein Schlafmittel geben soll? Wenn du willst. Muss mir Schlüssel, verdammt nochmal! Tut mir leid, dass ich Sie schon wieder belästigen muss. Ein bisschen viel heute Nacht, was? Stefan? Ja?
Wir haben die Projektile gefunden. Es ist dasselbe Kaliber wie bei Wilke. Mhm. So, bitte. Danke. Aber der Täter scheint ziemlich nervös gewesen zu sein. Ich meine, was soll die Sache mit dem Stein? Er wollte, dass ich ans Fenster komme. Da waren Sie eine hervorragende Zielscheibe, nicht? Ja, das kann man wohl sagen. Es ist ja geradezu ein Kunststück, Sie da zu verfehlen. Ich meine, auch der Täter, der auf Ihren Prokuristen geschossen hat, scheint ziemlich nervös gewesen zu sein. Er hat ja nicht mal hingesehen, wen er da erschießt. Im Gartenbeet sind frische Schuhabdrücke. Ja? Die sind verschieden. Mhm. Vermutlich waren es mehrere Täter. Mehrere? Nicht schlecht. Mehrere also. Als die Schüsse fielen, kam ich nicht dazu, einen Whisky zu trinken. Aber jetzt haben wir ja wohl die Zeit dazu. Morgen, Stefan. Morgen. Du schlafst mich ja nicht ein beim Rasieren. Ich versuch's ununterbrochen. Hier sind die drei Kugeln, die eine von Wilke und die beiden anderen von Potter. Ah ja. Gut, am besten wir geben sie gleich ins Labor, ja, was? Magst du noch? Was denn? Ach so, ja, danke. Wobei ich überzeugt bin, dass die drei Kugeln aus ein und derselben Waffe abgefeuert worden sind. Was sagst du zu unseren Fußabdrücken? Ja. Ja. Die sind nicht besonders gut, was? Naja, gut, also informativ sind sie. Naja, aber ich meine, immerhin sind es drei Paare. Der eine ist der Schuh einer Frau. Na bitte. Ziemlich kleine Füße. Guten Morgen. Kommen Sie, ich habe Sie schon erwartet. Ich habe meinen Sohn mitgebracht. Vielleicht kann er dazu beitragen, den Mörder oder die Mörder zu finden. Na, wie kann er das? Ich habe einen Verdacht. Ich habe gestern nicht darüber gesprochen, wollte erst noch eine Nacht darüber schlafen. Sie wissen, dass ich eine Menge Lokale besitze. Es ist auch ein Kellerlokal dabei, für das ich eine Band engagiert habe. Vier junge Musiker, keine besonders guten, aber das sollten sie ja wohl auch nicht sein. Das war der Stil des Lokals, dass es Dilettanten waren. Diese jungen Leute habe ich vor 10 Tagen fristlos entlassen. Von einer Sekunde zur anderen habe ich sie rausgeworfen. Sie sind mit den Fäusten auf mich losgegangen. Eine Szene, bei der mein Sohn Zeuge war. Er kennt diese jungen Leute ziemlich genau. Ist es richtig, wenn ich sage, dass du mit ihnen befreundet bist? Sieh mich an, ob es richtig ist, was ich sage. Kannst du den Mund nicht aufmachen? Sind das Freunde von dir? Das Kellerlokal war von vornherein geplant als ein besonderes Lokal, bei dem Musik eine Rolle spielt. Keine Musik im gewöhnlichen Sinne. Solche Lokale gibt es jetzt in London, wo sie für Aufsehen gesorgt haben. Ich sagte, verbinde deine Interessen mit meinen. Kümmere dich um das Projekt. Mein Sohn studiert Musik. Er hat sich mit diesen Leuten befreundet, die völlig indiskutabel waren. Und das in jeder nur denkbaren Hinsicht. Ein Vorbestrafter war auch dabei. Sag ich da was Falsches? Wie viele sind in dieser Band? 4. Ist eine Frau dabei? Ja, ein junges Mädchen. Wie kommen Sie darauf? Haben Sie schon gefrühstückt? Nein. Na, wir auch noch nicht. Kommen Sie mit? Darf er? Natürlich. Warum nicht? So. Herr Potter, wer sind denn nun die Leute? Sagen Sie uns mal die Namen und die Adressen. Die haben wirklich nichts damit zu tun. Mein Vater irrt sich da, glauben Sie mir. Nennen Sie die Namen und schreiben Sie sie hier wieder an. Ja? Wer ist denn eigentlich die Nummer 1? Harro Wamsler. Mhm. Wie alt ist der? Mitte 30. Was spielt der für ein Instrument? Jazz-Trompete. Eigentlich ist Harro Klempner. Heizkörper, Wasserrohr und sowas. Das hat ihm keinen Spaß mehr gemacht. Er wollte Musiker werden. Schließlich muss man ja nicht unbedingt übers Konservatorium zur Musik kommen. Hm? Und die anderen? Holger Stemp. Ja, was spielt der denn? Schlagzeug. Mhm. Auch Amateur? Ja, er war Anstreicher. Ja, dann hat er wahrscheinlich früher auf leeren Farbtöpfen geübt.
Kein Grund, sich lustig zu machen. War ja nur ein Scherz. Das ist wirklich gut. Ja, glaube ich ja. Ja, und der Nächste. Ingo Wicker. Ingo war von Beruf, das weiß ich eigentlich gar nicht genau. Ist auch egal. Er war mal im Gefängnis. Keine Ahnung warum. Er spielt Saxophon und Keyboard. Und jetzt das Mädchen. Kilo Gluck. Wie alt? Kilo ist 19. Sie spielt Cello und sie ist die Sängerin. Sie ist oder sie war von Beruf? Sie hat in einem Frisiersalon gearbeitet. Natürlich sind alle Amateure, aber alle verstehen was von Musik. Und wenn man Musik wirklich liebt, dann versteht man auch was davon. Ist ja in Ordnung, natürlich, selbstverständlich. So, und wo finden wir nun Harro Wamsler, die Nummer 1? Polizei. Herr Wamsler? Mhm. Harro Wamsler. Ja. Mein Name ist Dirk, ich bin von der Kriminalpolizei. Ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen, ist das in Ordnung? Ja, natürlich. Ist irgendwas passiert? Hans hat uns erzählt, wer alles zu Ihrer Band gehört und dass sein Vater Sie so knall auf Fall rausgeworfen hat. Ja, das kann man wohl sagen. Er hat noch hinter uns hergeschrien, haut ab. In 10 Minuten will ich hier von euch kein Taschentuch mehr sehen. Und warum hat er Sie rausgeworfen? Ach, wissen Sie, dieser Mann, der hat für alles ein Konzept. Wir passen da nicht ganz rein. Wahrscheinlich hat er sich die Art von Musik, die wir gemacht haben, anders vorgestellt. Wir waren ihm zu klassisch. Hat's Krach gegeben? Ja, und ob. Ja, wir wollten eigentlich gerne von Ihnen erfahren und auch von den anderen Bandmitgliedern, wo waren Sie denn gestern Abend gegen 22 Uhr, beziehungsweise um 1 Uhr nachts? Ach so. Ach, Sie fragen mich nach einem Alibi. Ja, wir haben uns diesen Keller gemietet, um laut und ungestört üben zu können. Und da waren wir gestern Abend. Und gestern Nacht, da lagen wir alle im Bett. Wie es sich gehört. Wie ganz liebe Jungs. Ja. Wo finden wir den Keller? Fortunastraße 11. Hans kennt ihn, er war ja oft genug da. Heute Nachmittag um 4 sind wir alle da und üben. Und dann stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Hören Sie, ja? Herr Wamsler, ich hab... Warten Sie einen Moment. Da. Vorsichtig. Guten Tag, Frau Potter. Wir bringen Ihren Sohn zurück. Ja, kommen Sie herein, bitte. Danke. Eva! Die Herren von der Kriminalpolizei sind da. Ja, ja, ich weiß. Guten Tag, Frau Wilke. Tag. Meine Herren, sehen Sie das nicht als Bestechung? Das ist mehr für eine Brotzeit, ja? Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Glauben Sie denn wirklich, dass einer der Musiker, die mein Mann vor 10 Tagen entlassen hat, der Mörder sein könnte? Ihr Mann glaubt es. Wissen Sie, Eva und ich, wir haben uns diese Gruppe mal angehört in diesem merkwürdigen Lokal. Ja, um Gottes Willen, sehen Sie das nicht meinem Mann. Der wird uns das ja niemals verzeihen. Entschuldige. Wir sind ja auch nur hingegangen, weil wir Wunderdinge von diesem Lokal gehört haben. Was für Wunderdinge? Also, Sie kennen es nicht. Es heißt Black und es ist ein Riesenkellerlokal. Mein Mann hat diese Idee aus London mitgebracht. Ja, und der Zulauf gibt ihm recht. Eva und ich, wir waren neugierig. Ja, da haben wir uns so alte Klamotten angezogen und sind hingegangen. Haben Sie sich verkleidet? Ja, ja, ja. Ja, sonst hätten wir uns ja gar nicht reingetraut. Ja, ich auch. Frau Potter sagt es Ihnen ja. Sagen Sie, kennen Sie die Musiker? Ja, durch meinen Sohn. Also außer dem Trompeter waren Sie wirklich nicht sehr gut. Entschuldige, Hans.
Wieso glauben Sie, dass unter diesen Musikern der Mörder sein soll? Weil ich es nicht ausschließen kann. Nein. Es gab sicher Differenzen. Aber keine, die einen Mord rechtfertigen würden. Dann stellen wir sie doch einfach hier rein. Nein, sie sind nicht gut genug. Die Ränder sind unscharf, kein Profil einer Sohle ist abgedrückt. Also Schuhgrößen dieser Art gibt's ja wie Sand am Meer. Was hältst du überhaupt von den Musikern? Ja. Wir sollten dranbleiben. Ich möchte Ihnen meine Freunde vorstellen. Das ist Ingo Wicker. Nein. Er hat ein bisschen Angst vor der Polizei. Der sitzt ganz tief in ihm drin. Ich habe keine Angst vor der Polizei. Ist mir scheißegal. Das ist Holger Stepp. Tag. Willst du nicht guten Tag sagen? Muss er nicht eben Vollidioten guten Tag sagen? Nehmen Sie mir das nicht übel, das meint er nicht so. Er hält jeden für einen Vollidioten. Ja. Er schließt sich selbst da nicht aus. Ja, das verstehe ich schon eher. Das ist unser Glanzstück. Hilo Gluck. Hi. Hi. Ja, das wäre dann so unsere Truppe. Wir stehen Ihnen zur Verfügung. Das ist sehr nett von Ihnen. Spielen Sie uns mal was vor, ja? Was? Jo. Wieso sollen wir Ihnen denn jetzt was vorspielen? Ja, ich möchte mir doch ein Bild von Ihnen machen. Möchte Sie mal kennenlernen. Sie und Ihre Musik. Sie können sich doch auch ein Bild machen, wenn Sie uns ansehen. Sie suchen nach Mordgründen. Soll ich Ihnen mal sagen, was einer wäre? Wenn Sie über unsere Musik Witze machen. Wir sind nämlich jetzt nicht in der Situation, dass wir Ironie vertragen. Ich will Ihnen wirklich nur zuhören. Wo waren Sie gestern Abend, 22 Uhr? Beziehungsweise um 1 Uhr nachts? Gestern Abend. Da waren wir hier. Und haben geübt. So, das will ich jetzt von jedem Einzelnen hören. Und dann werden Sie mir ein Protokoll mit dieser Aussage unterschreiben. Was? Ja, das wird er tun. Und du wirst es auch tun. Was tue ich auch? Du wirst auch ein Protokoll unterschreiben, dass du hier gewesen bist. Wissen Ihre Leute eigentlich, worum es geht? Ja, das wissen sie, das habe ich Ihnen gesagt. Was haben Sie Ihnen gesagt? Dass Sie unter uns einen Mörder suchen. Oh. Das benutzen wir ab und zu. Wir müssen uns ja kontrollieren. Spielen Sie es mal ab. Was? Abspielen. Ach, ja, natürlich. Das Gerät kann man natürlich laufen lassen und jeder denkt, da üben sie wieder, die jungen Leute. Vielleicht war es nur die laufende Anlage, die sich im Keller befand. Hä? Sag mal. Was will denn der Typ von uns? Reg dich nicht auf, das hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts zu bedeuten, ich kenne die Bullen. Die wollen uns nur einschüchtern. Dahin kommst du. Ob wir gehen? Was ist? Sagen wir auf Wiedersehen? Nee, besser nicht. Siehst du, die sind schon drauf und dran. Halt die Klappe. Die haben uns was gefragt und wir haben geantwortet. Was die daraus machen, ist ihre Sache. Warum hat Potter Sie und Ihre Leute rausgeworfen? Vielleicht sollten Sie sich das Lokal mal ansehen, in dem wir gespielt haben. Ja, das werden wir sicher tun. Ach ja, ich habe noch eine Frage. Was verbindet Sie eigentlich mit seinem Sohn, mit Hans Potter? Ja. Wie soll ich das sagen? Da ist der Apfel wirklich weit vom Stamm gefallen. Er ist ein guter Junge, der nur nicht den richtigen Vater hat. Naja, das soll ja öfter vorkommen. Wir sind alle mit Hans befreundet, jeder von uns.
kann das nur wiederholen. Er ist ein guter Junge. Ja, da stehen wir vor einem Grundproblem. Das, was jemand in sich hat. Ich meine, an ganz Besonderem. Das sollte man erkennen. Und nicht misshandeln. Ja, ja. Wiedersehen. Was war das für eine Rede? Wart mal. Genauso sah der Stein aus, den man Potter ins Fenster geworfen hat. Was denkst du, Stefan? Und du? Stefan? Ja? Gute Nachrichten. Unser Pflasterstein hat seinen Bruder gefunden. Und stammt mit Sicherheit auch aus der Fortunastraße. Wir können uns gratulieren. Die Musiker waren's. Sag mal, irgendwas nicht in Ordnung? Ich habe eine Menge Respekt vor der Kriminaltechnik, nur was Sie da geliefert haben, ist ein Indiz, noch lange kein Beweis. Kostet ganz schön Kraft, mit dir zu arbeiten. Was machen Sie denn hier? Ich sehe mich hier ein bisschen um. Wenn ich nicht annehme, dass Sie verlaufen haben, dann müsste ich fragen, wer Sie sind. Kripo. Wie kommen Sie denn auf den Fall Wilke? Herr Potter hat mir gesagt, dass ich die Kriminalpolizei eventuell sein Lokal ansehen will. Also die Waschräume sind alle in Ordnung, erster Klasse. Das, was Sie hier sehen, ist das Lokal. Das ist auch genau richtig so. Da steckt nämlich eine Idee dahinter. Und was für eine? Ich hab da so einen Zeitungsartikel. Gib doch mal die Zeitung rüber, ja? Na komm, mach schon. Danke. Also, wenn ich zitieren darf, ich meine, ich lasse den Quatsch vorne erstmal. Das wäre gut, ja. Also, über einem laufen die bürgerlichen Versorgungsleitungen. Wasser, Gas, Strom, die aus der Blüte der Zivilisation. Darunter ist jetzt Platz geschaffen worden, eine Höhlung, eine Aushöhlung im Erdbereich, eine Brutzone, ein Nistplatz für Larven, für erste Regungen primitiven Lebens. Der erste Eindruck, den man, wenn man hereinkommt, Nacktheit. Keine physische Nacktheit, geistige Nacktheit und so weiter und so weiter. Sagen Sie, möchten Sie was trinken? Nein, Mann. Der Bericht kommt aus London. Sagen Sie mir bitte, was ist mit der Musik? Das ist natürlich das A und O. Moment, die drücken sich da noch irgendwie anders aus. Es ist eine Art Lebensgeräusch, die etwas zu tun hat mit dem Bluttakt. Sie enthält bloß Funktion und in diesem kalten, aufgeregten Funktionieren nur ein identifizierbares Gefühl. Hass und Qual, nichts weiter brutale Urehrlichkeit. Also für uns war dieser Artikel damals wahnsinnig wichtig. Wir sind seitdem so etwas wie, ja, wie ein Geheimtipp. Ja, so die kommen und gehen, wann sie wollen. Sie stehen einfach und gehen weg. Ja, ja. Harro Wamsel und seine Gruppe, die haben mal hier gespielt. Ja, ja, aber die haben das Potter-Konzept einfach nicht begriffen. Die haben immer wieder versucht, irgendwie richtige Musik zu machen. Mit klassischen Elementen. Die standen auf Wunsch. Aber irgendwie war der junge Potter auch schuld daran. Na, wieso denn? Wieso war der schuld daran? Ja, der hat als Musikstudent hat er den einfach beigebracht, gute Musik zu machen. Und die Kleine, die Hilo, die war davon sehr begeistert. Die Cellistin ist das. Ja, ja, die war davon sehr begeistert. Also die Hilo und der Hans Potter, das war ja ein Herz und eine Seele, aber jetzt müssen wir darüber nicht reden. Ja, aber jetzt haben sie es nun mal getan. Also, was war denn das für eine Beziehung da? Naja, so, wenn ich das sage, der Alte nimmt mich hoch. Was? Ja. Herr Potter weiß davon? Das natürlich spitz bekommen. Aha. Der hat zu mir gesagt, Habecker, ich übergebe Ihnen den Auftrag, wenn Angehörige meiner Familie hier, kann ich sofort rausschmeißen.
Kann ich reinkommen? Ist er da? Wer? Hans. Guten Tag, Herr Potter. Guten Tag. Ist was passiert? Ah, nein. Nein, nichts. Was wollen Sie denn jetzt schon wieder von uns? Wie lange kennen Sie sich schon? Wie stehen Sie zueinander? Ich mag ihn und er mag mich. Ist es was Besonderes? Sagen Sie uns endlich, weswegen Sie wirklich gekommen sind. Was für eine Schuhgröße haben Sie eigentlich? Schuhgröße? 37, was? Schuhe mit durchgehender Sohle, Absatz hebt sich kaum ab. Aha. Darf ich die mitnehmen? Also, Sie werden noch ein paar andere haben, nicht? Klar. In Ihrem Garten, da wurden Fußabdrücke sichergestellt. Vielleicht auch von diesen Schuhen. Dazu lass dir nichts einreden, ja? Tu mir den Gefallen. Irgendwas Verrücktes wird behauptet, nur um zu sehen, was passiert. Ist es so? Was für angegossen? Naja, dann können wir jetzt die Haftbefehle ausstellen lassen. Drei sind in das Grundstück von Potter eingedrungen. Einer hat den Pflasterstein aus der Fortunastraße durch die Scheibe in das Zimmer geworfen. Warum? Warum? Nur um Potter an das Fenster zu locken? Vielleicht ging es auch nur darum, die Schüsse abzufeuern. Das aber jetzt verstehe ich nicht mehr. Das könnte sich ja um ein Ablenkungsmanöver gehandelt haben. Ja, Ablenkung von was? Ja, darüber bin ich mir noch nicht ganz klar. Aber Sie wollten ihn nicht töten. Wenn Sie das gewollt hätten, hätten Sie es auch geschafft. Aber Sie haben halt dieselbe Waffe benutzt, mit der auch Wilke erschossen wurde. Das würde doch bedeuten, Moment mal, das, nee, besser gesagt, das könnte bedeuten, dass Sie den Mörder kennen und ihn schützen wollen. Auch die beiden da drin. Die kennen den Mörder. Vielleicht ist es sogar einer von Ihnen. Der junge Potter. Alles läuft auf ihn zu. Aber du hältst ihn doch für den Mörder seines Vaters. Nein, 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 ich glaube nicht, dass er seinen Vater hat umbringen wollen. Ja, aber wieso denn nicht? Ich meine, wir sind doch immer davon ausgegangen, dass Wilke eigentlich das Opfer einer Verwechslung war. Richtig. Aber, okay. Jetzt glauben wir mal, dass Hans Potter seinen Vater hat umbringen wollen. Nur als der Überfall auf das Haus Potter erfolgte, da war er im Haus, verstehst du? Aber war er auch um 10 Uhr im Haus, als Wilke erschossen wurde? Komm, behalt ihn hier. Was ist denn los? Können wir denn nicht endlich nach Hause gehen? Willi, es kann durchaus sein, dass gegen Herrn Potter Haftbefehl erlassen wird, ne? Dass du Bescheid weißt. Sie mit einem Gedankengang bekannt machen. Also, unser Labor hat festgestellt, dass der Stein, der bei Potter durch das Fenster flog, aus der Fortunastraße stammt. Zugleich hat die Kriminaltechnik festgestellt, dass die Geschosse aus der gleichen Waffe stammen, mit der Wilke getötet wurde. Sie haben mich doch verstanden, nicht wahr? Die Kugeln, die da
aus der Wand bei Potter herausgeholt wurden. Meine Schlussfolgerung ist nun die, Sie haben den Stein aufgehoben, Sie haben ihn mitgenommen, Sie oder einer aus Ihrer Gruppe. Sie sind nachts bei Potter eingedrungen, haben den Stein geworfen und die Schüsse abgefeuert. Die Schüsse wurden aus der Mordwaffe abgefeuert. Nun liegt es nahe anzunehmen, wer bei Potter geschossen hat, hat auch bei Wilke geschossen. Er muss der Mörder sein. Sie haben mir aber ein Alibi gegeben für sich selbst und für alle Angehörigen Ihrer Band. Was ergibt sich daraus? Nachts um 1 Uhr haben Sie geschossen, um 22 Uhr waren Sie es nicht. Sie haben um 1 Uhr nachts dieselbe Waffe benutzt, mit der 3 Stunden vorher Wilke erschossen wurde. 2 Dinge ergeben sich nun von selbst. Erstens, Sie kennen den Mörder, denn er hat Ihnen die Waffe gegeben. Und zweitens erhebt sich die Frage, warum? Warum haben Sie den Überfall auf Potter inszeniert? Hä? Die Antwort ist ziemlich aufregend für mich. Weil Sie dem Mörder, dem 22-Uhr-Mörder, helfen wollten. Sie wollten von ihm ablenken. Sie wollten, dass er außer Betracht bleibt. So, jetzt hatte ich natürlich nach jemandem zu suchen, der um 1 Uhr nachts bei diesem fingierten Überfall auf Potter für die Polizei vollkommen sichtbar war, vorhanden war und dadurch unverdächtig. Und so, sehen Sie, so läuft nun alles auf Hans Potter zu. Nein. Brauchen wir ja nur anzusehen. Er hat völlig die Fassung verloren. Er benimmt sich wie ein Mörder, der mit seiner Tat nicht fertig wird. Wahnsinn. Alles Wahnsinn, was Sie da reden. Das wissen Sie selbst. Sonst hätten Sie ihn doch verhaftet. Ich werde es tun. Er ist bei mir im Büro zusammen mit Hilo Gluck. Das können Sie gar nicht tun. Er hat ein Alibi. Hans war bei uns im Keller. Er kann es gar nicht gewesen sein. So gerne haben Sie den Jungen, dass er Ihnen eine Meinheit wert ist. Sie müssen mir das abnehmen. Ich bin doch glaubwürdig, oder? Wir alle, Hilo, Holger, Ingo, wir sagen, dass Hans bei uns im Keller war. Lassen Sie ihn laufen. Bitte. Der junge Potter ist völlig zusammengebrochen. Wir müssen den Notarzt rufen. Mit einer Vernehmung fügen Sie ihm Schäden zu, die vielleicht irreparabel sind. Schon gut, Doktor, schon gut. Starke psychische Belastung also. Wissen Sie, dass mir das eigentlich schon genügt? Vielen Dank, Wiedersehen. Hilo hat mich angerufen, dass Hans hier im Krankenhaus ist. Ja, es geht ihm sehr schlecht. Ich meine einen Vorschlag. Fahren Sie mir nach. Gut. Ich bleib bei Ihnen. In den Keller? Nein, da oben in der Wohnung. Ach, da bist du ja. Und das ist der Herr von der Polizei. Guten Tag, bleiben Sie sitzen, bitte bleiben Sie. Herr Bender ist vereidigter Gutachter bei einer Versicherung. Mhm. Ein zuverlässiger Mann, dessen Aussage man nicht in Zweifel ziehen kann. Ja. Haru hat mir schon alles erzählt. Es geht um ein Alibi für den jungen Potter, für den vergangenen Donnerstag, für die Zeit um 22 Uhr. Ist das richtig? Ja, ja, das ist vollkommen richtig. Setzen Sie sich doch. Vielen Dank. Danke sehr. Also,
passiert. Jetzt muss ich erst mal was erklären. Anfangs haben wir ja die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ein Musikkeller. Du kannst dich erinnern, wie misstrauisch wir alle waren. Möchten Sie auch? Nein, danke, Lange. Also das ganze Haus war erst mal dagegen, aber dann haben wir uns an den Lärm gewöhnt. An die Musik wollte ich sagen. Sie war ja auch wirklich nicht sehr laut. Wissen Sie, ich war sehr oft mit unten. Es ist ein sehr solider Keller, wie er heute gar nicht mehr gebaut wird. Ich habe den jungen Leuten sehr gerne zugesehen und zugehört. Irgendwie träumte ich mit den jungen Leuten. Sie waren alle sehr engagiert, so auch am Donnerstag. Hans war den ganzen Abend bei uns. Ja, bis 10:30 so ungefähr. Sie kennen Hans Potter? Ja, daran kann überhaupt kein Zweifel bestehen und war ja fast jeden Abend da, wenn Sie meine Meinung hören wollen. Ein besonders lieber Junge. Ja, was heißt denn das jetzt also? Kein Haftbefehl und wir können ihn laufen lassen, oder was? Der Zeuge ist absolut zuverlässig. Ja, was ist dann mit dem Jungen los? Ich meine, der hat einen Nervenzusammenbruch, landet im Krankenhaus. Warum? Er kennt den Mörder. Und das haut den so um? Ja, das hast du sehr gut ausgedrückt. Das haut ihn so um. Das raubt ihm fast den Verstand. Was mich beschäftigt ist, warum bringt Haru Wamser den Zeugen erst jetzt? Tolle Szenerie ist das hier. Über und hört man auch. Danke, gefällt's dir? Ja, finde ich sehr witzig. Danke, Harry. Ich habe das jetzt einfach so gesagt, aber... Sagen Sie, gibt es da eine Beziehung zwischen... Haben Sie mich nicht gehört? Zwischen Haru Wamsler und Frau Potter? Ich mache jetzt keine Aussage mehr, die meine Existenz gefährden kann. Ich sage nichts mehr aus. Gar nichts mehr, es tut mir leid. Nichts mehr. Tja, es muss ja einen Grund geben, warum der junge Potter so verstört ist. Die Potter und der Haru Wamsler. Stefan, ich frag dich was. Hm? Mir geht eine Frage ganz einfach nicht aus dem Kopf. Und die wäre? Warum bringt Wamsler den Entlastungszeugen so spät? Herr Bender, ich möchte noch einmal auf diesen fraglichen Abend zurückkommen, den Sie unten im Keller verbracht haben. Ja, noch irgendwas unklar. Ja, es geht mir um die persönlichen Beziehungen zwischen Hilo Gluck und Hans Potter. Persönliche Beziehungen, also das ist schwach ausgedrückt. Lassen Sie mich das mal ganz altmodisch sagen. Liebe. Und zwar so, dass man sagt, Herrgott, ist das schön mit anzusehen. Und Haru Wamsler? Na, der war ja auch ganz glücklich, aber die Frau ist ja auch besonders reizend. Von wem reden Sie? Von Frau Potter? Wie, Frau Potter? Was ist? Moment. Wenn Sie nicht von Frau Potter reden, reden Sie dann von Eva Wilke? Ja, sie war sehr oft mit dem Keller, eine reizende Frau. War sie auch an diesem fraglichen Abend, war sie im Keller? Ja, sie kam so gegen 10:30. In welcher Verfassung war sie? Sie war irrsinnig aufgeregt. Sie ging gleich auf Harrod zu, umarmte ihn. Und bedeuten Ihre Fragen irgendetwas? Was ist denn nun? Ist er wirklich im Krankenhaus? Oder verhaftet? Man verweigert mir jede Auskunft und verweist mich an Sie. Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was mit meinem Sohn los ist? Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass mein Sohn ein Mörder ist. Ja, natürlich nicht. Er wird morgen wieder bei Ihnen sein. Da wollen Sie uns nicht sagen, wie es ihm geht. Es ging ihm nicht sehr gut, aber morgen wird es ihm schon wieder besser gehen. Schauen Sie, Herr Potter, er befand sich in einer Situation, mit der er einfach nicht fertig wurde. Von was für einer Situation reden Sie eigentlich? Er wollte keine Menschen wehtun. Eva. Ich
Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Ah ja. Ich war in Black und bei Bender. Wollt ihr mich bitte mit dem Herrn allein lassen? Wozu? Worum geht es hier eigentlich? Eva, bitte, lasst mich allein. Bitte. Bitte, tun Sie, was sie sagt. Danke. Sie wollen den Grund wissen, nicht wahr? Ja. Ich muss Ihnen erklären, wie mein Leben verlaufen ist. Unsere Eltern sind früh gestorben. Mein Bruder war für mich Vater und Mutter in einer Person. Für mich war keine andere menschliche Bindung vorstellbar. Er verbot mir Freundschaften. Ich verlor die Freunde, bevor ich sie hatte. Er wollte nicht, dass irgendjemand zwischen uns tritt. Irgendjemand, der uns trennen kann. Bis ich diesen Musiker Haro Wamsler kennenlernte. Und ihn wollte ich nicht mehr verlieren. Ich sagte meinem Bruder, dass ich ihn heiraten werde. Kategorisch, sagte mein Bruder. Denny. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, wie viel Zeit ich verbracht habe in Gesprächen mit meinem Bruder. Er sagte nur, solange ich lebe, heiratest du diesen Mann nie. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Nahm die Pistole, die er in seinem Nachttisch hatte. Wollte ein letztes Gespräch mit ihm führen. Ich wusste, dass er in seinem Büro war. Aber als ich ihn am Fenster stehen sah, Als ich ihn da stehen sah, wusste ich, dass ich auch in diesem Gespräch verlieren würde. Ich schaltete das Licht ein und schoss, nahm ein Taxi, fuhr in die Fortuna-Straße und sagte allen, dass ich meinen Bruder umgebracht hat. Ja. War Hans Potter auch da? Ja. Er hat ihn schrecklich mitgenommen, brachte mich nach Hause. Und dann hörte er, dass wahrscheinlich eine Verwechslung stattgefunden hatte, dass der Anschlag seinem Vater gegolten hat. Ja, ich verstehe. Und dann hat er Haro Wamsler angerufen. Ja. Der inszenierte den Überfall auf Potter. Der natürlich keiner war, nicht wahr? Es war ein Ablenkungsmanöver. Aber er sah darin eine Chance, ihnen zu helfen. Ja, ja. Ich dachte, ich käme noch davon. Aber jetzt weiß ich, dass ich nie eine Chance hatte.